Glück auf Schalke, Heute im Video soll es unter anderem um Armin Younes gehen, der nun bei den Profis mittrainiert und um Kenan Karaman und Marius Müller, denen eine Vertragsverlängerung winkt, schreibt deine Meinung zu allen Themen natürlich unten in die Kommentare und abonniere gerne den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Amin Younes hält sich schon seit Wochen bei der U23 fit, das kennen wir bereits, das habe ich bereits vor mehreren Wochen berichtet. Allerdings die U23 trainiert nicht mehr, dementsprechend stand auch Amin Younes wieder da, doch er darf jetzt zu den Profis sogar und trainiert mit den Profis mit. Das ist natürlich erstmal vorübergehend. Man muss aber schauen, wie es weitergeht. Wir schauen nochmal kurz. Er ist ja erst 30 Jahre und ist in seiner Karriere schon so ein bisschen rumgekommen. Wenn wir uns einfach mal die Transferhistorie anschauen, kommt ursprünglich unter anderem aus der Gladbach-Jugend, konnte sich da dann nicht komplett durchsetzen, beziehungsweise hat den Wechsel gewagt. Unter anderem Laie nach Kaiserslautern, ist dann zu Ajax. Da haben wir ihn ja nicht ganz so gut in Erinnerung, wenn wir mal ehrlich sein wollen war bei Neapel, war bei Frankfurt und ist dann auch nach Saudi-Arabien zu Utrecht und immer wieder hin und her. Ist er eben nun bei uns, hat sich dort fit gehalten, darf hier zu den Profis und man muss dazu sagen, wenn es nach Karriere geht, ist zumindest ein Vertrag nicht komplett ausgeschlossen, denn er hat sich bei der WAZ wie folgt geäußert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er einen Vertrag bekommt. Bei der U23 hat er im Training gute Leistungen gezeigt. Kommunikativ ist er auf dem Platz sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, weil Armin Younes, wie gesagt, ich habe ihn auch in schlechter Erinnerung, einfach wegen dem damaligen Spiel gegen Ajax Amsterdam, aber der war auf dem Feld schon immer eigentlich sehr, sehr gut. Und in der zweiten Liga könnte der richtig gut wirken. Und ich glaube, das wäre ein richtig guter Spieler, wenn der auch hier im Kopf fit ist. Denn, und das muss man ganz klar sagen, der hatte durchaus seine Probleme mit der Disziplin in vergangenen Transfers bzw. bei vergangenen Mannschaften. Bei Frankfurt lief das Ganze nicht so gut, irgendwann bei Neapel nicht, irgendwann bei Ajax nicht. Da waren durchaus immer Begleiterscheinungen. Also, wenn dann Halbjahres oder Jahresvertrag nicht so viel machen, Möglich, aber bitte auch nicht um jeden Preis. Wenn also ein Ben Manga, wenn also ein Mark Wilmot sagt Nee, dann nein. Und dann ist das auch so. Klar. Deswegen immer aufpassen. Grundsätzlich ein sehr interessanter Spieler, wie ich finde. Aber immer die Tendenz dazu, vielleicht im Kopf so ein bisschen schwierig zu sein. Ich hoffe, dass das eventuell dann klappt, weil ich sage euch nochmal, das ist durchaus ein guter Spieler das ist durchaus interessant wenn das ganze denn im gesamtpaket dann funktioniert genan karaman und auch marius Müller gehören in dieser saison zu den absoluten leistungsträgern das brauche ich glaube ich keinen erklären hinten marius Müller die Sicherheit in Person. Der hatte ein, zwei Spiele, wo er mal ein bisschen problematisch war, beziehungsweise mal so ein, zwei Fehler gemacht hat. Ich erinnere da insbesondere an die Härte. Aber ansonsten Weltklasse-Torwart, der auch eine unfassbar starke Ausstrahlung hat. Auf der anderen Seite Kenan Karaman. Ja, ey, ohne seine Tore, da wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. 13 Tore, 9 Vorlagen, unser absoluter Topscorer. Beide sind mittlerweile aber auch 30 Jahre alt. Und das bedeutet, nach einer so guten Saison... Werden auf der einen Seite andere Mannschaften anklopfen und auf der anderen Seite ist das die perfekte Möglichkeit nochmal für einen langen und großen Vertrag, der gut dotiert ist, damit man auch in den kommenden Jahren gutes Geld verdient. Auf Schalke, da kannst du nicht schlecht verdienen, das ist ganz klar. Es gibt aber deutlich lukrativere Mannschaften und beide haben nur noch einen Vertrag bis 2025. Bedeutet, wenn man jetzt im Sommer nicht mit denen verlängert, dann geht man ins letzte Vertragsjahr. Wenn dann da nichts passiert, dürfen die ab dem kommenden im Winter mit anderen Mannschaften verhandeln und würden im Zweifelsfall ablösefrei wechseln. Und genau das möchte man ja auf Schalke verhindern. Man möchte keine ablösefreien Transfers mehr. Bedeutet, man müsste in diesem Sommer definitiv einen Schlussstrich ziehen. Ansonsten passiert eben genau das. Jetzt. Bin ich ganz ehrlich, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass mindestens eine Person davon gehen wird, nämlich Kenan Karaman. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, Marius Müller, der wird irgendwie bleiben, da glaube ich ganz fest dran. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass Kenan Karaman gehen wird. Man hört aber jetzt laut Berichten, dass Schalke unbedingt die Verträge verlängern möchte. Das ist jetzt auch nicht komplett illusorisch, das ist irgendwo logisch. Ich meine, das sind wichtige Spieler. Man möchte für beide. Spieler neue Verträge haben mit verbesserten Gehältern, die angemessen zu ihren Leistungen sein sollen und die dementsprechend wahrscheinlich auch im Liga-2-Vergleich allgemein relativ weit oben angesiedelt sein werden. Bedeutet, man hat ja jetzt so ein bisschen Spielraum bekommen. Terodde verlässt den Verein, Latza verlässt den Verein, das sind beides Großverdiener. Auf der anderen Seite muss man schauen, was passiert mit einem Ralf Fährmann, was passiert mit einem Polter. Auch das beide Spieler, die durchaus Geld verdienen und durchaus auch nicht wenig, insbesondere wenn wir dann schauen, was da für Leistung kommt. Sollten die jetzt auch noch weg sein. Bleibt ein bisschen mehr Spielraum. Bedeutet, man kann den beiden deutlich mehr geben, weil natürlich insbesondere ein Marius Müller relativ wenig Gehalt bekommt. Er kam ja ursprünglich als Challenger eben für jeden Ralf Fermann. Das bedeutet, zweiter Mann, der bekommt halt nicht so wirklich viel Gehalt. Also. Das wird wahrscheinlich deutlich angepasst werden. Immerhin einer der besten Torhüter in der zweiten Liga. Und damit möchte man ihn natürlich mit einem etwas längeren Vertrag nochmal locken. Insbesondere bei Marius Müller winkt dazu auch noch die Kapitänsbinde, das Kapitänsamt, denn Tirode ist weg. Tirode, der ursprüngliche Kapitän, ist nicht mehr da. Auch der vorherige Kapitän, Danny Lazza, ist ebenfalls nicht mehr da. Bedeutet, da wäre die Position vakant. Die könnte, ja, eigentlich nur für mich Marius Müller, vielleicht noch in Kenan Karaman einnehmen. Ansonsten würde mir jetzt kein direkter Name einfallen, der das nochmal irgendwie anbieten würde. Ron Schallenberg. Hm, vielleicht zweiter oder dritter Kapitän, Paul Seguin, zweiter, dritter Kapitän, aber die logische Konsequenz wäre eigentlich Marius Müller. Und so sieht es jetzt aus, dass Schalke Angebote machen möchte. Man hat auch auf transfermarkt.de und überall schon Gerüchte gehört, dass man eventuell auch eine Ausstiegsklausel für einen oder für beide Spieler dabei einbauen möchte. Bedeutet, wenn man in der kommenden Saison nicht aufsteigt, dass dann die Möglichkeit besteht, den Verein zu verlassen. Was ich für durchaus sinnvoll erhalten würde. Wäre für mich durchaus klärbar gemacht, weil so sind beide Interessen geschützt, die von Schalke, man verlängert den Vertrag und auf der anderen Seite vom Spieler, der sagen kann, ey, ich versuche jetzt alles, wenn es nicht klappt, dann verlasse ich den Verein. So ein bisschen ähnlich wie bei Fabian Reese, bei der Hertha, der ja auch den Vertrag verlängert hat, aber auch mit der Möglichkeit, wenn die Hertha jetzt nicht aufsteigt, dann den Verein zu verlassen. Was ist deine Meinung? Was ist erstmal dein Gefühl? Wer verlässt von den beiden den Verein oder wer bleibt? Und auf der anderen Seite, was würdest du dir wünschen? Was würdest du dir wünschen? Würdest du sagen, hey, ich möchte vielleicht sogar einen abgeben, ein oder beide? Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich habe da durchaus schon unterschiedliche Meinungen gehört. Schreib deine Meinung jetzt doch gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns bei den nächsten News.